Nahrungsergänzungsmittel respektive Vitamine und Spurenelemente. Nehmt ihr welche? Glaubt ihr auch, dass wir vollkommen ausreichend damit versorgt sind? Haltet ihr sie gesundheitsfördernd oder eher gefährlich? Ich nehme folgende Nahrungsmittel: Kreatin, essentielle Aminosäuren, Vitamin A, B, C, D, E, Eisen, Zink, Kupfer, Jod, Chrom, Magnesium, Selen. Dass zu viele Vitamine gefährlich sind, ist kompletter Schwachsinn. Es gibt weltweit in der gesamten Menschheitsgeschichte vielleicht 3 bis 4 Fälle, bei denen jemand vielleicht an einer absurd hohen Überdosis gestorben sein könnte. Wenn man es in Relation zu den Todesfällen nimmt, die an einem Vitaminmangel oder den Folgeerscheinungen eines Vitaminmangels gestorben sind, ist das einfach nur absurd, vor Vitamin zu warnen. Also ich bin eher für die kurzmäßige Anwendung, aber guter Einwand. Ich denke auch, dass zum Beispiel eine Krebserkrankung mit einer Mangelerscheinung des Körpers sein wird. Ich nehme es einfach täglich. Gerade wenn man viel Sport macht, kann sich der Körper schneller regenerieren. Und bei den meisten Krankheiten ist Vorsorge besser als Heilung. Völlig falsche Einstellung. Und NEM sind Syntheseprodukte, meist hochdosiert. Nicht dasselbe Vitamine in ihrer natürlichen Umgebung. Ja, biologische Nahrung ist besser als verarbeitete Nahrung. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der 50 verschiedene Obst- und Gemüsearten am Tag essen kann. Um Geld zu sparen, kann man die Nahrungsergänzungsmittel nehmen, aber natürlich nicht nur. Ich nehme die zusätzlich zur normalen Ernährung. Und damit tust du dir keinen Gefallen. Lerne dazu, um verstehen zu können, worum es geht. Doch seitdem ich die Ergänzung nehme, geht es mir tatsächlich besser. Vor allem wegen dem Vitamin D fühle ich mich im Winter wie im Sommer und bin schon lange nicht mehr krank geworden. Du liegst falsch, aber es ist deine Gesundheit. Ich lieg richtig und es ist meine Gesundheit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Außerdem könnt ihr bei gutefrage.net vorbeischauen.